Moin, moin Leute. Heute habe ich ein Video für euch, was ja quasi eine News ist und es geht um einen potenziellen Airdrop. Ich habe nämlich so eine kleine Einnahme aufgestellt. Dazu aber gleich mehr, denn heute geht es um Ethermail. Und bevor ich erkläre, was Ethermail überhaupt ist, eine kleine Anekdote dazu, was mir vor ja ungefähr 2 Wochen passiert ist. Denn ich habe vor 2 Wochen ein Saved Souls NFT von mir verkauft. Und diesen NFT, den ich dort verkauft habe, das war nicht irgendeine Wallet-Adresse, die den NFT abgekauft hat, sondern ein sogenannter Whale, also ein Wal. Und für die, die nicht wissen, was ein Whale oder Wal ist, das sind vor allem ja Wallet-Adressen, wo unheimlich viel Coins und Token drauf gelistet sind, also unheimlich viel Geld auf diesen Wallets liegen. Und wir reden hier meistens von Millionenbeträgen. Und in meinem Fall war das auch so, dass wir hier eine Person vor uns hatten, die auch, ich glaube, 2 oder 3 Millionen US-Dollar an Ethereum-Vermögen auf seiner Wallet drauf liegen hatte. Gekennzeichnet sind diese Whale-Adressen dadurch, dass hinter der Adresse ein kleines Walsymbol ist. Und das könnt ihr meistens doch dann immer hier bei OpenSea Pro alles wunderbar sehen. Und es ist halt einfach so, dass diese Whale-Adresse mich ziemlich angefixt hat. Und jetzt kommen wir mal eben zu Ethermail. Denn ich hätte mir unheimlich gerne gewünscht, dass ich mit dieser Whale-Adresse hätte kommunizieren können. Denn es hätte mich wirklich interessiert, wie hat diese Person, die hinter der Wallet steht, eigentlich mit NFTs angefangen. Denn ich habe dann auch mal geschaut auf der Wallet-Adresse, was sind da überhaupt für NFTs alles drauf und was macht diese Person überhaupt, weil das ist ja alles frei zugänglich. Und da waren beispielsweise auch Bored Apes vorhanden und ganz viele andere NFTs. Also da war wirklich ein unheimlich krasses Vermögen an NFTs einfach auf dieser Wallet-Adresse. Es wäre super geil gewesen, wenn ich von meiner Wallet aus auf seiner Wallet einfach eine Textnachricht hätte schicken können. Das war bis vor kurzem einfach nicht möglich. Das ging nicht im Web 3.0. So, gehen wir nun einmal auf Ethermail. Und wenn wir nämlich hier drauf sind, dann haben wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, im Web 3.0 E-Mails zu versenden. Und jetzt denkt man sich, ja toll, mein Gott, eine Mail zu versenden. Wie gesagt, das war vorher nicht möglich. Das ist ein völlig neuer Dienst und ich finde das einfach überragend. Ich finde das super, dass wir jetzt mittlerweile einfach auf Wallets zugreifen können und Nachrichten verschicken können. Ist im Prinzip auch alles ganz einfach. Ihr geht ganz normal hin. Ich schicke euch den Link unten in die Beschreibung. Wenn ihr diesen Link anklickt, dann unterstützt ihr mich hier über Ethermail. Denn jetzt komme ich gleich zu dem Punkt, warum ich glaube, dass wir hier einen potenziellen Airdrop erwarten können. Ich melde mich einmal kurz an. Ihr seht beispielsweise hier, meine Wallet ist hier schon drin. Ich mache Login. Und dann seht ihr auch schon hier die Ethermail-Maske mit der Inbox und alles drum und dran. Und das ist eigentlich auch ziemlich bekannt, wenn wir beispielsweise bei Google Mail oder so aktiv sind. Und ihr könnt ganz normal hingehen und jetzt beispielsweise sagen, wenn ihr jetzt mir eine private Nachricht schreiben wollt, geht ihr hin, macht Compose Message, gebt dann hier meine Wallet-Adresse ein, schreibt hier irgendwas rein und dann schreibt ihr hier den Text und könnt eine Nachricht verschicken. Ist natürlich ziemlich sinnlos, weil dadurch bekommt ihr jetzt nichts irgendwie, also als potenziellen Airdrop ab. Aber wie gesagt, das ist halt so die Funktion, die ihr jetzt machen könnt. Warum glaube ich, dass es hier einen potenziellen Airdrop gibt? Naja, ihr seht jetzt hier oben diese EMC, also quasi der Ethermail Coin. Und wenn wir hier draufklicken, dann seht ihr hier den Link, den ich halt auch unten in der Beschreibung hier habe vom Video. Denn es steht hier, for every friend you invite, get 250 EMC. So. Und das bedeutet ganz einfach, wir bekommen diese EMC Coins. Momentan können wir damit noch gar nichts machen. Jetzt steht tatsächlich dann einfach so die Vermutung im Raum, meinerseits, dass ich glaube, umso mehr EMC Coins du hast, umso eher bekommst du einen potenziellen Airdrop, beziehungsweise bekommst proportional zu den EMC Coins, die du hier sammelst, eben einen Airdrop. Das ist aber bloß eine Vermutung, da ist nichts bestätigt, aber einfach weil diese EMC Coins vorhanden sind, treffe ich einfach diese Annahme. Wenn wir jetzt aber jetzt uns mal so zurück entsinnen, beispielsweise der Ethereum Name Service, dort war es ja auch so, dass keiner damit gerechnet hat, dass ein potenzieller Airdrop hier kommt. Du konntest halt beim Ethereum Name Service ganz normal deinen Namen hier angeben, den du gerne haben möchtest, hast dann hier eben deine Legislaturperiode eingegeben, wie lange dieser Name aktiv sein soll und hast das dann letzten Endes hier ganz normal gekauft mit Ethereum oder halt USD.
Die Leute, die das gemacht haben, die wurden mit einem richtig dicken Airdrop belohnt. Ich habe es beispielsweise nicht gemacht, habe mir letzten Endes in den Arsch gebissen, aber mein Gott. Geht also einfach hin, meldet euch über E-Mail an. Ihr seid nach wie vor anonym, ihr habt nach wie vor Dezentralität. Es kostet euch nichts, ihr müsst einfach bloß eure Wallet hier einmal kurz anmelden und dann seid ihr drin. Schaut, dass ihr euch selber dann einen Link macht, den ihr weiterversendet, dass ihr halt diese potenziellen Ethereum oder Ether-Mail-Coins sammelt und dann ist das Thema auch schon gegessen. Dann warten wir einfach mal ab, was sich so in Zukunft dort entwickeln wird. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen war es das schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Steve.